Ach so, und das hier klappe ich runter, oder? Was hätten Sie denn gerne? Hi Leute, ich sitze hier gerade im leeren Legere Office. Alle Mitarbeiter haben wir heute ins Homeoffice geschickt, damit wir ganz entspannt plaudern können über die letzten, ja, 6 Monate. Da ist nämlich ganz schön viel passiert. Also wenn ich heute Abend einen ausreißen will, dann rechts, ja? Erste Menswear Collection. Adventure! Ja! Willst dein Baby? Vielleicht hat man ja noch mal ein zweites. Ich finde, die Schwangerschaft jetzt ist viel entspannter als die erste. Schön, das freut mich, dass es für dich ja viel entspannter ist. Gott sei Dank musste ich das nicht machen. Ich bin ja voll nicht mehr in Shape gerade. Morgen! Er hat mir noch nie einen guten Morgenkuss gegeben. Noch nie. Was? Ich glaube, es wird gleich richtig unangenehm. Glaube ich nicht. Ich glaube doch. Susi, Susi, Su. La, 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 la. Wirklich, ich fühle mich so komisch. Komm, wir sind zu spät, wir gehen parallel zum Auto. Du hattest ja vor ein paar Wochen die grandiose Idee, dass ich einen Song einsinge. Und zwar unseren Werbesong für die nächste Kampagne. Was ich eigentlich voll witzig finde. Ich finde das voll geil. Voll Bock. Ich muss jetzt noch kurz ein bisschen in Mut kommen, weil die letzten Tage waren hardcore stressig. Die ganze Vorbereitung für die Kampagne ist ein kleiner Mindfuck, to be honest. Du bist auch voll auf deinen Mist gewachsen. Ja, weil ich dachte halt, wir müssen mal einen drauflegen. Und Lena singt halt immer und überall. Und ich dachte halt einfach, hey, das kann sie sogar ein bisschen. Außerdem fand ich den Gedanken cool, dass Lena quasi alles, fast alles an dem Spot macht. Ne? Also unabhängig davon, dass sie die Mode macht, da selbst als Darstellerin im Spot ist und dann auch noch die Musik macht, fand ich sehr passend für eine Unternehmerin, starke Frau und gerade zeitgemäß, um ehrlich zu sein. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Es musste schon umgedreht werden, weil ein Lippenstift gefehlt hat. Kommt zwar jetzt 20 Minuten zu spät, aber es ist natürlich ganz wichtig bei der Aufnahme, schöne Lippen zu haben. Hast du heute Nacht eine Trump-Doku geguckt? Der Lippenstift passt jetzt auf jeden Fall zur Cap. So, jetzt geht's los. Das sieht auch gut aus. Natürlich immer ein Wagnis. I just wanna. Und dann geht's auch. I just wanna. Ich hoffe natürlich, dass Alexis was Geiles draus zaubert. Ich lass einfach mal laufen, probier einfach mal ein paar Mal in der Tonlage und dann gucken wir mal, wie sich's anfühlt. Einfach so wirklich für dich quasi. Ja. Every single time that I think about you, I just wanna. Was meinst du denn? Kriegen wir das hin, jetzt, wo du gehört hast? Also ich höre mich selber ganz schlimm. Findest du es nicht, wenn man sich selber im Fernsehen oder doch, im Telefon auch hört? Doch, finde ich auch. Siehst du, was ich den ganzen Tag aushalten muss? Also ich fand die Idee ja total witzig, das einfach mal zu machen, weil ich wirklich, ich liebe es ja auch zu singen. Ich singe wirklich einfach den ganzen Tag, aber einfach so ohne Ambition, ne? Einfach so für mich, weil ich Musik liebe. Und dann habe ich gedacht, so ja, als das dann die Idee hatte, warum nicht? Every single time that I think about you, I just wanna. Es geht so, I just wanna. Was willst du denn? I just wanna. I just wanna. I just wanna. Wanna what? Dir in die Gut, dass ihr den komplexen Text hier raufgeschrieben habt, sonst hätte man den nachher vergessen. 3, 4, 5, 6. Every single time that I think about you, I just wanna. Und noch einmal so. Das ist schon wieder verkackt. Also einfach mit ein bisschen mehr, dass noch ein bisschen mehr Luft quasi mitkommt. Ich muss da reinkommen. Ich muss das jetzt 10.000 Mal machen. Bitte nicht. Every single time that I think about you, I just wanna. Every single time that I think about you, I just wanna. I just wanna. Noch mal ein bisschen entspannter, das Reinkommen vor allem, das Every Single Time. Every single time that... Ein Whisky noch schnell rausholen. Ich habe dann natürlich auch schnell gemerkt, dass das nicht wirklich meins ist.
Und dass es dann in der Dusche singen, ist dann schon noch mal was anderes als in einem Studio. Also es ist halt wirklich einfach was komplett anderes. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Song jetzt nicht das Einfachste ist zum Singen. Also der war jetzt nicht sehr melodisch, dass ich sagen, das ist mir wahnsinnig einfach gefallen. Der war schon irgendwie herausfordernd. Ja, ja, das stimmt. So, jetzt sag doch mal kurz ein Fazit hier. Ich muss das Endergebnis hören. Dann kann ich was dazu sagen, Babe. Es war schwieriger, als ich gedacht habe. Noch mehr Respekt vor professionellen Sängerinnen und Sängern. Und nein, es wird keine Whitney Houston aus mir. Nicht mehr in diesem Leben. Schade. Alexi? Every single time that I think about you, I just wanna... Immer noch sehr gut. Ja, und was würdest du sagen, wenn man dich selber gehört hätte? Naja, also sagen, man kann jetzt deinen Gesang nicht unbedingt mit meinem vergleichen. Every single time. Every single time that I think about you, I just wanna. Ja gut, das fixen wir alles in der Post, das hin. Hört sich echt gut an. Komm, das hören wir uns jetzt nochmal an, Alex. So, raus hier. Raus hier. Mein Weg als Sängerin steht jetzt nichts mehr im Weg. Sängerin? Mein Weg als Sängerin. Mit Frank Zander? Jetzt genau heute jetzt hier. Merkt ihr den Tag, Herr Dostenschöner? Aber am Ende, wenn man die Aufnahme gerade gesehen hat, gut, dass du das gesungen hast und nicht ich. Ja, vielleicht hast du ja andere Qualitäten und machst damit noch Karriere. Guten Morgen! Also, Gloria möchte gerne in den großen Meeting. Geht jetzt alle rüber. Also heute steht ein großes Kollektionsmeeting an. Drop 9 ist unsere klassische Herbst-Winter-Kollektion. Es sind irgendwie gefühlt 100.000 Teile und der wichtigste Drop, weil wir da zu Spring-Summer und Herbst-Winter immer eine riesige TV-Kampagne fahren. Deswegen sind wir heute alle hier versammelt im Büro, im Legierbüro, um über die Kollektion zu sprechen und hoffen, es wird ein voller Erfolg. Das ist ganz toll. Im Prinzip ist das jetzt unser erstes Proto-Meeting. Der Prototyp ist wie das erste Sample. Wir bekommen quasi nach unseren Vorstellungen, was wir und Infos, die wir unserem Lieferanten gegeben haben, ein erstes Sample geschickt. Und das ist im Prinzip der Prototyp, woran wir dann arbeiten können, noch Sachen verändern und wo es dann wirklich zum Endprodukt hingeht. Also mittlerweile sind wir ja hier so ein bisschen besser aufgestellt als noch vor einem halben Jahr. Eigentlich sind unsere Räume jetzt komplett fertig. Hier ist der komplette Arbeitsbereich, also wo alle wirklich sitzen an ihren Schreibtischen. Und hier ist quasi unser kleines eigenes Studio. Es ist klein, aber fein und genau das, was wir brauchen. Wir haben zwei Meetingräume hier im Büro. Einmal den großen, wo wir gerade unsere großen Kollektionsmeetings abhalten, wo die Fittings stattfinden werden, wenn an Produkten gearbeitet wird. Und wir haben hier noch einen kleinen Mini-Meeting-Raum. Also wenn ich im Büro bin, verziehe ich mich immer hier rein, weil ich kann mich nicht konzentrieren und so viele Leute in einem Raum sind und durcheinander reden. Unser Herzstück. Das wird uns aber eventuell bald schon wieder verlassen, weil wir so, weil wir zu viele Mitarbeiter haben für den großen Raum. Das heißt, hier werden eventuell auch bald Büroräume reinkommen, Bürostühle, Tische und so weiter. Und dann gibt es hier noch einen. Wir nennen es auch eine Rumpelkammer. Vorsicht, this is a door. Hier hängen alle Kollektionen diesen Jahres und ein paar vom letzten Jahr, damit die Leute immer wieder drauf zurückgreifen können, auf Stoffe und Fits. Aber es ist ganz schön geworden, oder? Voll. Ja, ich auch. Also irgendwie wird man nie fertig, das ist wie bei so einer Wohnung. Aber ist auch okay. Ich glaube, die fühlen sich alle wohl und das ist das Wichtigste. Erste Menswear Collection. Ich bin
so krass aufgeregt, weil ich wollte unbedingt jetzt Männer machen. Wir haben einige Produktkategorien, die wir in diesem Jahr bespielen, die wir vorher noch gar nicht bespielt haben. Wir haben aber auch ganz viel Unterwäsche, was wir jetzt droppen, ganz neu. Wir haben Premium in diesem Jahr und wir haben mehr Beachwear. Am meisten bin ich ehrlich gesagt gespannt auf die Männer. Das ist so eine komplett andere Produktkategorie als das, was wir bislang immer gemacht haben. Wir haben alles immer für Frauen gemacht, ob es Accessories, Shoes etc. ist. Jetzt fangen wir an mit Männern und das eröffnet uns natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Was wird das? Das ist wie die Hose. Das muss er dir erklären, weil er klar kann ich nicht. Sitzt dir perfekt. Nee, ich hab's so gemacht. Männer kaufen halt auch komplett anders ein. Das mussten wir jetzt auch erstmal richtig verstehen. Gefällt mir sehr. Okay. Könntest du da noch mehr dran sein? Bei Männern ist es so wichtig, dass die Materialien und der Schnitt immer ähnlich ist, damit sie wissen, okay, bei Leger bekomme ich zum Beispiel das perfekt sitzende T-Shirt bei mir und dann hat man irgendwie das T-Shirt in unterschiedlichen Farben. Weil Männer kaufen gerne da wieder ein, wo sie wissen, das ist gut und da passt es bei mir. Ich finde den coolsten. Okay, gut. Das sollten wir mal öfter machen, so eine Umfrage. Ich bin sehr gespannt, dass wir auf jeden Fall alles anprobieren müssen und ein Haul für mich machen müssen, ob er will oder nicht. Ich? Ob ich will oder nicht? Oh ja. Man muss ja dazu sagen, du bist ja auch ein bisschen unser Inspiration Model gewesen. Wirklich. In den Kollektionsmeetings haben immer alle Designer sich dich vorgestellt, wie du da drin aussiehst. Vom Typ her warst du unsere Inspiration. Wie fühlst du dich damit? Super. Jetzt weiß ich auch, warum ständig irgendwelche Klamotten aus meinem Kleiderschrank fehlen. Wenn ich frage, wo die sind, ach, oh, die sind im Office. Kannst du auch froh sein, dass ich dich nicht noch als Unterwäschemodel eingespannt habe. Haben wir nämlich auch geshootet zur gleichen Zeit. Wir shooten heute unsere Underwear-Campaign. Wir haben 7 Sets, also die Kollektion ist noch relativ klein. Durch die Kollektion hinweg haben wir eigentlich ziemlich gute Basics. Einmal in Spitze, einmal in Mesh, einmal in Seamless und dann nochmal irgendwie ein mehr Sporty-Set. Wir sind jetzt so in der Hälfte des Shoots angekommen und ich bin mega zufrieden. So, wir produzieren einen großen TV-Spot und shooten heute. Das heißt, ich kann nicht dabei sein im Studio. Lena, mach das bitte nicht zu sexy, weil da liegt die Latte so hoch für mich. Was ist das? Ich muss ja nachher auch noch. Hola! Hallo! Hey! Und? Wie läuft's? Ja, läuft super. Wir sind gerade mittendrin. Oh, nice. Hier, aber du musst mal hier schauen. Und die Sachen, passen die Sachen gut? Also, wir sind jetzt erst beim zweiten Set, aber bisher, ja, passen sie super. Kann ich dir auch gleich mal kurz zeigen, aber wir haben das ja in weiß und in schwarz. Auf das Rippenteil bin ich gespannt. Wir dachten, wir stylen diese Rip-Sets, dass wir die halt auch nochmal mit den Jeans stylen und dann auch nochmal so zeigen. Ja, perfekt. Das habe ich auch schon gedacht. Genau. Ich sehe schon, es läuft. Es läuft. Perfekt. Okay. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Gloria. Oh, nice. Oh, ich bin mega happy. Das sieht richtig geil aus. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Gott sei Dank musste ich das nicht machen. Ich bin ja voll nicht mehr in Shape gerade. Hattest du überlegt, das zu shooten? Also die Mädels im Office haben mich ja gefragt, oder es war mal kurz Diskussion, shoote ich es oder shoote ich es nicht?
Aber für mich stand eigentlich gleich fest, dass ich es nicht mache, weil irgendwie, finde ich, passt das nicht so richtig. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, muss ich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Geschäftsführerin bin, nicht unbedingt noch die Unterwäsche modeln. Mich spannst du die ganze Zeit ein, aber bei deinem letzten Unterwäsche-Shooting warst du selber nicht dabei. Warum? Warum? Ja. Hat nicht gepasst. Die Unterwäsche? Nein. Nee, ich habe mir gedacht, das ist irgendwie komisch, wenn ich jetzt irgendwie dann in Unterwäsche, aber gleichzeitig seriös in Business-Meetings für den Brand sitze. Ich finde, also irgendwie was passt daran nicht so richtig. Ich glaube, als Geschäftsführer muss man nicht mehr alles machen. Und ich bin auch total happy, weil das ist eine sau schöne Kampagne geworden mit dem perfekten Unterwäschemodel. Und das hätte bei mir gar nicht so gut ausgesehen. Von daher, das ist schon alles, hat schon alles seinen Grund gehabt. Doch, doch, das ist diese, doch, doch, die Kampagne. Die Kampagne war super schön. Diese Schwarz-Weiß-Kampagne, ja. Ne? Ja, die war wirklich richtig schön. Ja. Ja. Mittlerweile sind wir ja so an so einem Punkt angekommen, wo ich auch gar nicht mehr überall so 100% drin sein kann, vor allen Dingen bei den Shootings, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Ist ja auch voll das Kompliment für den Brand und für das ganze Team irgendwie. Super Entwicklung auf jeden Fall. Und natürlich für mich auch entspannt, weil ich mich dann auf andere Sachen wiederum konzentrieren kann. Mich. Dich zum Beispiel. Aber guck mal hier, das könnte tatsächlich Kloppenburg sein. Genauso sieht's aus in Kloppenburg, die Landstraßen. Fühlt sich schon ein bisschen heimisch an. Ich mag das ja, das mag ich jetzt wieder. Das Problem ist halt einfach die Zeit, die man verliert. Weil ey, das hat doch jetzt ewig gedauert. Das war wie die Hälfte nach Hamburg gefühlt. Wir sind, aber das haben wir halt einfach nur gebraucht, um aus Berlin rauszukommen. Ich glaube, das Problem wird wahrscheinlich, dass das mega nice ist da. Und wir dann so voll hin und her überlegen. Und wenn es das nicht ist, dann gehen wir mitten rein. Mitten in die City. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen tatsächlich. Die Frage, was machen wir eigentlich? Bleiben wir in Berlin? Ziehen wir in Berlin um? Gehen wir raus? Gehen wir rein? Ne? Das war ja irgendwie auch so ein großes Thema in den letzten Wochen und Monaten. Was wollen wir eigentlich machen? Oder wie sieht die Zukunft eigentlich auch aus? Ja, stimmt. Potsdam, das Haus war wunderschön. Ja. Es wäre für Zoe wunderschön gewesen. Es wäre für uns hauptsächlich für dich zum Beispiel. Für mich wäre es richtig schön gewesen. Naja, direkt am Wasser ist auch als nicht ja, einmal toll. Ja, das Grundstück war toll, ne? Das Sinn. Der sieht sich hier schon mit seinem Boot. Ja, schon gleich so. Und du mit Zoe mit dem Hausboot hinterher. Ich so, ganz bestimmt. Also an das Sinn ist es verkauft. Aber ich entscheide. Mit. Ich muss auch sagen, das mit dem See, das ist schon krasse Lebensqualität. Aber jetzt mal im Ernst, also das ist ja nie, also ein Träumchen, aber es ist echt weit. Ja, das ist vorne, ich kenne mich nicht. Ich wusste schon, weiß ich ja immer. Muss ich, schon. Ich muss jetzt noch wirklich drauf achten. Ja, das hier, irgendwo in der Nähe von Berlin. Weißt du, wo wir jetzt wohnen? Ah, das gibt's halt nicht. Würde ich sofort machen. Okay. Wir sprechen später nochmal drüber. Oh, ein Fashion-Engine. Das ist ja das große Problem an Berlin. Wenn du in Berlin schön wohnen möchtest, dann brauchst du halt in die Innenstadt halt immer ewig. Das ist dann keine Option. Deswegen, also ich bereue es nicht, dass wir abgesagt haben, weil das war die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Definitiv. Also ich glaube, dass du immer noch mal mehr für sowas warst als ich. Also ja. Ich war ja eher immer dafür, ne, Wege und alles und die ganze Logistik so klein wie möglich zu halten, so kurz wie möglich zu halten, damit man eben mehr Quality Time hat, entweder ne, mit seinem Team oder zu Hause. Jetzt schauen wir uns noch mal eine Immobilie an. Diesmal nicht außerhalb von Berlin, das haben wir schon hinter uns, sondern direkt in Berlin.
Also wirklich mittendrin. Und die Wohnung, die wir uns in der Stadt angeguckt haben, das war das krasse Gegenteil. Naja, es waren zwei Extreme eigentlich, die wir angeguckt haben. Und das Lustige ist, du warst bei Potsdam eigentlich direkt so, nee, das ist nichts für mich. Und ich war in der Innenstadt direkt so, nee. Ich glaube, es ist es nicht. Und zwar nicht wegen der Wohnung, sondern einfach nur wegen der Gegend. Eigentlich nur eine Sache, es ist so kinderunfreundlich. Ja, ist halt mittendrin. Ich fand halt die gemerkt, Wohnung so schön, weißt du, die war halt, wunderschön, ja. Die hatte genügend Zimmer, es war ein guter Schnitt, es war vom Interior genau das, was ich mir vorgestellt hätte, dann hätte man nicht mehr viel ändern müssen, so. Also das war, so die Gegebenheiten waren perfekt, außer halt die Lage. Die Lage, das wäre halt da für Zoe, also als Familie mit Kind. Ja, war es Quatsch. Aber nicht, also Betonwüste. Nee. Boah, das wäre das geilste Haus ever, wenn man kein Kind hätte, willst du mich verarschen? Uns mitten in der Stadt hast so eine geile Bude. Ich glaube, wenn ich die kaufen würde und Zoe die irgendwann mal so vererbe, ich glaube, die würde sich einen Ast abfreuen. Stell dir vor, die wohnt da mit 20 da drin oder so, ey. Das macht mir niemals, wird die mit 20 da drin wohnen. Ich kann mir eine schöne Einzimmerwohnung holen. Ja, ja gut, man muss sich das halt jetzt hier aber auch mal im Sommer vorstellen. Da sitzen hier natürlich 1000 Leute. Du willst dein Baby vielleicht. Hat man ja noch mal ein zweites irgendwie gerade in Schlaf bringen. Dann muss er erst mal hier an 50.000 Touristen vorbeischieben. Ansonsten würden wir es doch sofort machen, oder? Also ich finde die Wohnung richtig, richtig gut. Ich alleine würde es sofort machen. Ich finde es super mittendrin. Ich hätte da keine Sekunde überlegt. Aber mit Kind denkst du halt ganz anders und musst halt ganz andere Dinge abwägen. Aber die Wohnung ist so geil. Ist so geil. Ist wirklich eine meiner Traumwohnungen. Also ich habe bislang noch nicht wirklich so eine geile Wohnung gesehen. Kleines Townhouse. Das wäre schon schön. Aber wie gesagt, das muss halt auch für Zoe passen. Und das ist irgendwie so die Mission. Die unmögliche Mission in Berlin. Ich fände es schon schön, wenn meine Tochter ähnlich aufwächst wie du oder ich. Und wir hatten, also ich komme natürlich aus einer ganz kleinen Stadt, das kann man nicht vergleichen, aber ich bin Berliner. Wir hatten den Garten und das war das Schönste für mich, rauszugehen in die Natur. Da war nicht so viel Stress wie mitten in der Stadt sozusagen. Und ich konnte überall mit dem Fahrrad hinfahren. Und das finde ich irgendwie so auch eine Art von Lebensqualität, die man dann irgendwie wieder haben möchte, auch mit seiner eigenen Familie. Ne? Mhm. Aber das ist halt wirklich schwierig zu finden in Berlin. Oh mein Gott, ein Fahrradfahrer. Ein Brunnen, nein. Ach so. Da hinten mit Wasser. Oh, was ist das? Ach ja, das ist cool, ne? Wow. So, wir sind in München, in der alten Heimat. Ich freue mich. Wir haben irgendwie so 3-4 Stunden geschlafen. Dementsprechend sehe ich heute auch richtig fit aus. Aber ich glaube, ich mache nachher noch mal einen kleinen Nap, bevor es heute Abend zum Opening geht. Und es ist so schön, hier zu sein. Das Schönste in München ist eigentlich die Gemütlichkeit. Und ich liebe ja die ganze Architektur. Ich freue mich mega aufs Essen heute. Ja? Ich bin hier für den Schnitzel und für den Kaiserschmarrn. Die Berge, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt alles irgendwie so um die Ecke. Die ganze Natur, es ist so schön grün. Dankeschön, Schatz. Und Zoe habe ich einfach mal mitgenommen, weil Zoe hat München auch noch gar nicht erlebt. Und das ist eben die perfekte Stadt, finde ich, für Kinder auch. Meine allererste Erinnerung an München ist, ich war immer im Lewis Hotel am Viktualienmarkt, wenn ich gearbeitet habe in München. Und das habe ich geliebt, weil der Viktualienmarkt ist so schön und ich fand das so toll, dass man da rausgehen konnte, so viele Stände und dass der einfach immer da ist. Ja, ich habe München auch tatsächlich immer sonnig im Gedächtnis und einfach, ich habe hier auch ich bin ganz viel mit dem Fahrrad gefahren. Das mache ich zum Beispiel in Berlin gar nicht, weil es so groß ist und so riesig ist und so weite Distanzen sind. Und in München ich bin hier nur mit dem Fahrrad gefahren. Es war so schön. Vor allen Dingen genau die Strecke hier bin ich immer hoch und runter. Jetzt kommen wir hier zum Friedensengel und genau da habe ich gewohnt. Von hier an der Isar bin ich immer lang gelaufen und auch hier runter, ja. Da war ich noch richtig fit, ey. Seit Zoe. Hi. Und? Es ist halt einfach eine sehr grüne Stadt im Gegensatz zu Berlin. Dann ist irgendwie alles so ein bisschen ranziger, überall ist gesprayt. Okay,
Ja, ich habe auch die richtige Spielplatzhose heute an. Ja, deswegen setzt die auf. Das Schöne ist, Zoe freundet sich immer gleich mit allen an. Das ist super. Aber ist echt geil. Das ist, glaube ich, schon echt, weil ich sie immer mitgenommen habe. Ist hier echt so offen. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube auch, dass ich irgendwann noch mal wieder hier hinkomme. Ich glaube, dass Berlin gerade so eine Zwischenstation ist und das irgendwie auch gerade total viel Sinn macht, vor allen Dingen mit der Firma und allem. Aber ich glaube, irgendwann so, mein Herz sehnt sich nach Bergen und der Landschaft in München. Alte Thema. Das meinte ich damit, als ich gesagt habe, wir haben nicht so den gleichen Nenner, was die Stadt-Städtewahl betrifft. Ist halt so. Aber Berlin hat auch seine schönen Seiten. Ne? Also ich weiß Berlin auch zu schätzen. Es ist halt in einer Stadt, in der alles geht, die bunt ist, wo du sein kannst, wer du willst irgendwie. Du wirst akzeptiert und menschlich gesehen vom Typ her, weil ich so sehr auch unkompliziert und sehr, also sehr unspießig würde ich mich selber beschreiben. Ich hasse Spießigkeit sehr. Besser, du sahst noch nie besser aus. Man sieht aber auch daran, dass ich kein professioneller Prachtträger bin, dass bei mir gar nichts zusammenpasst. Diese Handtasche passt einfach so überhaupt gar nichts zu meinem Outfit. Also wenn ich heute Abend einen aufreißen will, dann rechts, ja? Ah, nee, doch nicht. Das auch mal spielen würde. Okay, Leute, so, jetzt haben wir es aber. Take it or leave it. Es fühlt sich richtig an wie so ein Family-Treffen hier. Mein Name ist Joko Winterscheid. Falls ihr das für die Lena Gerke-Doku verwenden wollt, dürft ihr das gerne, aber nur dafür. Ich hoffe ja jetzt, dass es hier langsam losgeht, ansticht, damit man sich hinsetzen kann und was essen kann. München oder Dubai? Ja, Dubai auf gar keinen Fall. Oh Gott, Dubai auf gar keinen Fall, das würden wir nie machen. Nee, da, also München wäre dann schon auf jeden Fall. Es war Ende Januar, Anfang Februar in Deutschland. Ja. Es war super kalt und wir haben ja wieder Sommer geshootet. Deswegen brauchten wir irgendeine Location, die nicht mega weit entfernt war, wo man aber trotzdem Sommerklamotten anziehen kann und den Look hat, den wir irgendwie brauchten. This is my moment. Willkommen in Dubai. Ey, ist ja auch kalt, seitdem wir hier angekommen sind. Also ich friere den ganzen Tag nur und es ist in Dubai. Ich würde mich in die Sonne legen, aber hier im Hotel gibt es gar keine Sonnenseite. Oh, nein, ich habe mich vorhin schon kurz auf die Straße gestellt, um einmal die Sonne zu kühlen. Wie war's? Habt ihr alles besprochen? So Tech-Racky, wisst ihr, wie ihr was dreht? Also die Schwierigkeit ist, dass wir nicht morgens und abends drehen können. Das ist die größte Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist, dass wir nur ein Auto haben und die Windschutzscheibe nicht außen wieder eingebaut werden kann und das uns sehr viel Zeit kostet. Soll ich denn eigentlich fahren oder bin ich Beifahrer? Du fährst in den fahrerisch anspruchsvollen Schüssen, haben wir aber einen Precision Driver, der fährt. Weil es gefährlich ist. Okay, ich fahre und singe. Na, heute suchen wir mal eine Location, die mehrere Sachen erfüllt. Erstens müssen wir mit dem Auto fahren können und nicht nur mit einem normalen Auto, sondern auch mit so einem, das nennt sich, wie nennt sich denn, habe ich vergessen? Nein. Mit einem Lowloader. Ein Lowloader ist ein Fahrzeug, wo du das normale Spielfahrzeug, das du filmst, draufpackst und dann mit der Kamera dich drumherum bewegen kannst und da einfacher filmen kannst während der Fahrt. Wir müssen eine Strecke finden, wo man die Location schön sieht, wo man eine Wüste sieht mit schöner Natur. Gleichzeitig aber auch vielleicht eine Straße in der Nähe hat, wo man fahren kann, ohne so viel Zivilisation zu zeigen, weil wir wollen eigentlich unendliche Weite erzählen. It's an epic trip, let's go! Wir müssen erstmal arbeiten hier, bevor hier
bevor wir hier Location besprechen können, zuerst ein Foto machen. Während wir hier arbeiten, springst du hier wieder im Sand rum, ja? Die Location wird es wahrscheinlich nicht. Ist ein bisschen langweilig. Weiter. Yeah, you better. Leila, sag mal, wie anstrengend ist es als Content Producer von Lena? Ganz spannend. Ja? Bietet sehr viel an. Ja, ihr better. Ich bin so glücklich gerade. Das Gefühl vom Sommer, von Freiheit, von guter Laune, Urlaub. Wenn man den ganzen Tag nur so in Calls hängt, in so einem verregneten Büro in Berlin. Das ist einfach so geil. Ich hatte gerade so einen Moment der Dankbarkeit, dass wir das zwischendurch einfach machen können. Das ist doch so geil, Alter. Was für ein Leben. Mega. Ich klopfe mal schnell auf Holz. Mal kurz helfen. Mhm. So wie mit deiner Cola. Nimmst du mal zurück? Achso, das ist meine. Das ist doch gar nicht meine. Nee, hier. Das ist meine. Die hatte mir gerade. Ja, nimm einen Schluck bei der Cola-Größe. Ja, kein Problem. Gerade ein Müdigkeitsabfall. Wir sind jetzt bei Location 80 angekommen. Dustin checkt das Licht. Ich glaube, das wird es. Obwohl, irgendwie sieht das ein bisschen dirtiger aus, finde ich. Aussteigen. Guten Morgen. Los, hopp. Hopp. Der hat mir noch nie einen guten Morgenkuss gegeben. Noch nie. Wer ist denn der eigentlich? Ja, der neben mir sitzt. Wir haben wirklich gerade kurz geschlafen. Herzlichen Glückwunsch. Ist jetzt aber hier Arbeitszeit, nicht Schlafenszeit. Du bist der Kunde, du musst sagen, ja oder nein. Ein Trust-Team. Ich weiß. Schönen guten Tag. Ich finde es eigentlich ganz geil, habe ich die ganze Zeit gedacht. Es war ein sehr produktiver Tag. Es war gefühlt ein 8-Stunden-Tag. Wir sind heute Morgen ja erst angekommen. Haben so viel gesehen aus Dubai und drumherum. Eigentlich nur drumherum. Und, Dubai haben wir gar nichts gesehen. Ich bin total müde. Kann man nicht mal reden. Gute Nacht. Buongiorno. Na? Hast du dich auch so kalt wie mir? Ich habe sogar zwei T-Shirts an. Gute Mami. Meine Haut ist einfach kurz trocken. I need more juice. Ja. Ich muss sagen, meine Haare sehen total braun jetzt aus, weil das so voller Gel ist, ne? Die sehen richtig dunkel aus. Ja. Ich bin ja null blond mehr. Naja, nee, innerlich noch. That's the look! Benjamin hat einfach da hinten so ein Stück von meinen Haaren abgeschnitten. Also ich bin gespannt, wie meine Haare aussehen, wenn ich sie jetzt heute Abend aufmache. That's part of the game. Jetzt sind wir noch gut drauf. Ja. So, und jetzt ist so Vorspulen auf in 10 Stunden, wo wir irgendwie bis um 10 Uhr shooten. Ey, viel Glück mit dem Kamel, ne? Scheiße, ich hoffe, ich muss das so machen. Adventure! Ja! Ich hab zwar noch kein Bild gesehen, aber ist schnell. Steaming. Sarah hat geweint, weil sie die Bilder so gut findet. Nein, ja, das ist doch wirklich top. Living on the edge. Jetzt ist das der absolute Countdown. Letztes Outfit hier um 2.43 Uhr. Habt ihr noch Energie? Ah ja, okay. Okay, Leute, ich glaube, es ist essentiell, dass ich jetzt meine Sonnenbrille aufsetze. Ja. Nice.
Nice. Cool. I think. It's a motherfucking rap. Walter, thank you guys. Thank you so much. Thank you. Danke. I don't know what I can do. Wow. Ab ins Bett, Leute. Wir sehen uns in 5 Stunden wieder. Bye und gute Nacht. Was? Ciao. Es sieht gerade so aus, als ob wir die beiden wichtigsten Schüsse nicht reinkriegen. Und das heißt, der Film wird nicht funktionieren und wird nicht online kommen. So. Scheiße. Also können wir noch mal ganz kurz sprechen wegen Auto? Wir sind uns sicher, wir wollen das Pinke und nicht das Weiße. Pink knallt auf Schwarz besser als das Weiße auf jeden Fall. Muss ja nicht unbedingt pink sein. Yes. Sondern? Das ist ja nur bei mir pink, weil ich pinke Schale habe. Ah, ja. Egal, redet einfach nicht mit mir. Oh. Euch das mal an, wie geil das aussieht. Das Licht, wenn jetzt die Sonne rüberkommt, genau dann müssen wir anfangen zu drehen. Ich bin mega aufgeregt. Wie immer gibt es irgendwelche Probleme. Die Spiegel sind nicht in schwarz lackiert. Falsche Optik war auf dem Raptor, auf dem Ultimate Arm. Ein Tag Vollgas und dann ist das Ding hoffentlich im Kasten. Wir drehen dann noch einen Crashkurs, also wie man im Sand fährt und dann geht's los. Eigentlich gar nicht so schlecht aus vom Outfit, muss man sagen. We are leading with this one. Camera is up here. We pretend to be a drone shot to see a lot of from the horizon. And I think the most important thing is that you keep your speed, stay in line like the head of an arrow. Okay, get ready. 3, 2, 1, and action. Aber es sah ganz gut aus, oder? Hey, Babe, ganz kurz. Du machst das richtig, richtig okay, let's gut. Go. Camera's rolling. Ready, girls? Action! War der erste Schuss? Sehr gut. Das ist mir egal. Das macht der AD. Fenster reinkrabbeln. Okay, das ist jetzt nur ein Test, ja? Action. Also es geht darum, dass wir mit der Kamera nah bei Lena drin sind, durch das Beifahrerfenster rausfahren und hinten durchs hintere Fenster wieder reinfahren und auch das andere Model fokussieren. Sehr aufwendiger Shot, deswegen sieht man, was hier für eine riesen Konstruktion dafür gebaut wurde. Das Script Department ganze Arbeit geleistet. Wenn das jetzt auch noch beim Fahren funktioniert, dann ist es okay, aber es sieht alles sehr schwer aus, weil natürlich hier in der Wüste hat man keinen glatten Untergrund und sehr bumpy. Thank you.
München. Es wackelt zu sehr. Das war echt ein Riesenproblem. Wir sind so viel Zeit verloren. So doll gewackelt, dass wir den Shot nicht hinbekommen haben. Jetzt sieht der geil aus. Aber es ist halt auf der Straße. Jetzt konnten wir die Straße ein bisschen verheimlichen, weil wir nur so seitlich gefilmt haben. Aber jetzt kommt ein Schuss, der ist direkt von vorne. Da kann man es leider nicht verheimlichen. Das fuck, man. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. About 10, 15 minutes. Of course, come behind that sand dune. Did they tell you how long it takes? We should be ready in 10 minutes. Yeah, and you know what I mean? Okay. Ist, dass wir den allerwichtigsten Schuss jetzt zum Schluss machen wollten, nämlich den Anfangsschuss. Und jetzt Sonne gleich in 10, 15 Minuten weg ist und es dauert noch genau 10 Minuten anscheinend diese Kamera hier anzubringen. Die mussten halt die ganze Frontscheibe ausbauen, alles neu umbauen. Es hat jetzt so lange gedauert, dass wir mega im Zeitverzug sind und es jetzt sein kann, dass der wichtigste Schuss fehlt. Let's have Angelina as well, please. Die Haare sind ein bisschen schwammig. Okay, two quads standing by, ready to go. Meine neue Leger-Kollektion. Exklusiv bei About You. Immer mit kostenlosem Versand und Rückversand. Ja gut, dann kann ich jetzt gehen. Ja, ich glaube, ein Thema haben wir noch, oder? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was so passiert ist im letzten Jahr. Oh. Hey, und jetzt machen wir noch mein Gesicht. Wie du gucken würdest, wenn ich dir sage, dass ich schon wieder schwanger bin. Nein. Bist du es wirklich? So, offensichtlich bin ich wieder schwanger. Ja, was können wir dazu sagen? Viel mehr können wir da nicht zu sagen, außer zu uns freuen, oder? Ich finde, die Schwangerschaft jetzt ist viel, also für mich, ich kann natürlich nicht sagen, wie es dir geht, aber viel, viel, viel entspannter als die erste. Schön, das freut mich, dass es für dich ja viel entspannter ist. Gott sei Dank. Naja, es ist dann ja auch rausgekommen, ohne dass wir das wirklich wollten zu dem Zeitpunkt. Ja, also tatsächlich sind wir einfach in Urlaub gefahren, um so ein bisschen dem zu entfliehen, dass mich in Deutschland jemand großartig sieht, wie ich runder werde und runder werde. Und dort angekommen gab es dann irgendwie die ersten Paparazzi-Fotos, die wir nicht bemerkt haben.
Ist Lena Gerke etwa wieder schwanger? Diese Fotos lassen das zumindest vermuten, aufgenommen am Strand von Ibiza. Da macht die 34-Jährige nämlich gerade mit ihrem Freund Dustin und ihrer kleinen Tochter Zoe Urlaub. Mit einem strahlenden Lächeln und einer kleinen Kugel genießt Lena die freien Tage am Strand mit Töchterchen Zoe und ihrem Liebsten Dustin Schöne. Also ich muss sagen, ich fand es super ätzend, so früh abgelichtet zu werden, beziehungsweise, dass das so klar irgendwie geschrieben wurde oder dass das von mir bestätigt wurde oder irgendwas. Ich fand, das war schon, also ich habe mich da als Frau und als Mutter, als nochmal werdende Mutter, irgendwie richtig in meine Intimsphäre eingegriffen gefühlt. Es fühlt sich falsch an, weil ich meine, es kann in den ersten 3 Monaten alles passieren, ne? Und dann das schon öffentlich zu machen, ohne dass man über diesen Zeitpunkt ist, wo es sicherer ist, finde ich auch respektlos ohne Ende und finde das auch einfach falsch. Wie kommt eine Bild dazu, sowas zu schreiben? Und also man hat ja nichts 0,0 auf dem Bild gesehen. Also jetzt, je länger ich drüber nachdenke, denke ich auch, dass die das wahrscheinlich schon eher wussten, als ich wusste, dass sie das wussten. Mhm. Und sie gezielt jemanden drauf angesetzt haben im Urlaub. Und ich habe halt gedacht, ich bin so schlau und fliege jetzt kurz bevor der brenzlichen Zeit. Aber es fing dann ja an, wirklich so ein bisschen Bauch zu wachsen. Und ich habe schon gemerkt, boah, ich kann das hier im Büro auch immer schwieriger verstecken. Bin halt nur noch mit weiten Klamotten rumgelaufen und habe keine E-Com-Shootings mehr gemacht, weil ich nicht den ganzen Tag den Bauch so einziehen kann, dass er komplett weg war. Und hab gedacht, okay, jetzt die letzten 2 Wochen mache ich mich mal schön vom Acker, damit das dann keiner mitbekommt. Und wenn ich wiederkomme, dann mache ich diesen Test. Und dann kann ich es auch wenigstens hier intern schon mal so ein bisschen erzählen und droppen, damit jeder Bescheid weiß. Und dass sie uns dann am ersten Tag, wo wir angekommen sind, gleich schon erwischt haben sozusagen. Und das war ja nicht erwischt, das war ja wirklich gezielt jemand, der dorthin gefahren ist. Also es war schon komisch. Krass. Ich wollte es halt dem Team sagen, bevor ich das irgendwie poste oder so. Ja. Doch jetzt sorgt sie mit einem süßen Post für Klarheit. 1 + 1 = 4, schreibt das Model freudig zu einem Foto, das sie in einem weißen Sommerkleid und mit eindeutigem Babybauch zeigt. Aber jetzt ist es so, wurscht, jetzt ist es auch draußen, jetzt habe ich es ja dann auch gesagt. Und hast du irgendwas gesagt, beruflicherseits? Ich glaube, was ich machen muss, also egal ob ich will oder nicht, ist zu reduzieren. Und das ist ja auch ein großer Schritt, dann wirklich ein CEO für Leger zu suchen und zu finden. Dass ich weiß, der Laden läuft, egal irgendwie, ob ich jetzt hier einmal in der Woche bin oder 5-mal in der Woche bin. So, und ich werde das Baby wahrscheinlich oft mit ins Office nehmen. Und wenn die klein sind, ganz klein sind, geht das ja auch noch ganz gut. Ja. Oder Zoe, pass auf. Und dann irgendwann muss Zoe aufpassen. Ja, ich glaube, für Zoe wird das auch eine Umstellung werden. Mal gucken, wie die das so annimmt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, mega gespannt. So richtig versteht es noch nicht, glaube ich. Nee, aber irgendwann ist es soweit. Mal schauen, vielleicht finden wir das ja gemeinsam raus. In der nächsten Folge. Das war's. Das war's.